Welcome back, Leute! Was geht ab? Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video sprechen wir über seriöse Modelagenturen. Ja, Leute, nach meinem Model-Abzocke-Video habe ich einige Nachrichten von euch bekommen und einige wollten von euch wissen, wie findet man denn seriöse Modelagenturen? So, und aus dem Grund bekommt ihr jetzt ein Video dazu. Natürlich, vor allen Dingen, wenn man gerade ganz am Anfang der Modelkarriere steht, weiß man natürlich nicht, ist die Agentur seriös, ist sie nicht seriös. Man hat einfach keine Ahnung. So, woher soll man auch Ahnung haben, wenn man gerade erst anfängt? Von daher gibt es jetzt von mir ein paar Punkte, die ihr beachten könnt, wenn ihr eine seriöse Modelagentur sucht. Als allerersten Punkt, checkt die Website der Modelagentur. Schaut euch das Portfolio von der Modelagentur an, schaut, sind auch Polas auf der Website von der Agentur dargestellt und sind die Fotos, die dargestellt sind, der Models auch in hoher Qualität oder sind das nur so ramschige Fotos? Checkt die Website wirklich von A bis Z. Das ist meine Empfehlung. Wenn ihr so, sag ich mal, so 10 verschiedene Websites gecheckt habt von verschiedenen Modelagenturen, dann hat man auch so ein bisschen ein Gefühl dafür, was eher hochwertiger wirkt oder was eher weniger hochwertiger wirkt. Wenn ihr auch zum Beispiel zwischen zwei verschiedenen Agenturen unterscheidet, zum Beispiel eine People-Agentur und eine Fashion-Model-Agentur, alleine vom Design her ist es manchmal auch ein ganz, ganz großer Unterschied. Nichtsdestotrotz sollte auf jeden Fall die Website professionell wirken, sollte ein cleanes, schlichtes Design sein und die Bilder der Models sollten in wirklich guter Qualität sein. Das ist auf jeden Fall mal schon ein Anzeichen dafür, dass es eine gute und seriöse Modelagentur ist. Punkt Nummer 2, ganz wichtig, Impressum checken. Es gibt viele schwarze Schafe, auch unter den Modelagenturen, und deshalb ist es enorm wichtig, dass ihr, wenn ihr auf der Website seid, auch das Impressum der Website checkt. Ist das Impressum in Deutschland? Gibt es eine deutsche Adresse zu der Webseite? Viele schwarze Schafe, also unseriöse Agenturen, die machen das halt so, die holen sich vielleicht eine deutsche Adresse, also eine modelagentur.de Adresse als Beispiel und haben dann ihr Impressum zum Beispiel in Ungarn oder Slowenien oder Australien. So, das passt ja nicht. Warum sollte eine deutsche Modelagentur sein Impressum in Usbekistan haben? Ja, macht ja keinen Sinn. Also, schaut drauf, ob es ein vernünftiges Impressum ist, zum Beispiel eine GmbH oder was auch immer und eine deutsche Adresse dazu und zudem vielleicht auch ein Ansprechpartner mit einer deutschen Telefonnummer. Das sind immer Anzeichen dafür, dass es eine seriöse Modelagentur ist. Manchmal, wenn es eine GmbH ist, steht natürlich auch der Geschäftsführer mit da drin und wenn es ein deutscher Geschäftsführer ist oder wenn man den Namen googelt, dann kriegt man vielleicht auch das ein oder andere Bild zu Augen und dann weiß man, okay, ah, der und der gehört dazu, der arbeitet vielleicht auch da und wie gesagt, der Punkt auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Tipp Nummer 3, Modelboard checken. Also wenn ihr auf der Webseite seid von deiner Modelagentur, dann könnt ihr einfach mal das Modelboard von A bis Z durchchecken. So, und wenn man da so ein riesen Gefälle hat, ja, der eine sieht zum Beispiel sehr gut aus und der andere ist eine Katastrophe, ja, das kann ja nicht sein. Also, da sollte schon insgesamt, das Modelboard sollte eine gute, hohe Qualität haben. Schaut euch die Bilder an, sind es hochwertige, gute Bilder und passt es auch, wenn man zum Beispiel alle Models einfach mal sich angeschaut hat, passt es von der Qualität her oder sind es richtig so krasse Abfälle, also Auf- und Abs, nicht Abfälle im Sinne von Abfall, sondern Abfälle im Sinne von Auf- und Abs, wo man einfach so krasse Unterschiede sieht. Also es sollte eigentlich generell ein gutes Niveau sein vom Modelboard her. Punkt Nummer 4, Modelblog, sprich Referenzen. Schaut mal auf die Webseite oder auf die Social Media Kanäle der Modelagentur, haben die eigentlich Kunden? Wenn die Kunden haben, dann haben sie auch Kunden. Wenn sie keine Kunden haben, dann haben sie keine Kunden. Keine Kunden bedeutet unseriös. Heißt, wenn eine Modelagentur zum Beispiel auf ihren Social Media Kanälen regelmäßig was postet, zum Beispiel zum Kunden XYZ und ihr kennt diese Kunden zum Beispiel, sagen wir mal Adidas, Puma, Nike, wenn es jetzt im Thema Sport ist, im Sportbereich. Ihr kennt natürlich Adidas, Puma, Nike und wenn die Modelagentur mit solchen Großkunden zusammenarbeitet, dann kann man natürlich davon ausgehen, dass es eine seriöse Agentur ist. Weil keine Großkunden wie Puma, Adidas oder Nike jetzt im Sportbereich würden mit irgendeiner Ramsch-Agentur zusammenarbeiten. Also schaut einfach mal auf die
sozialen Netzwerke, Instagram, Facebook? Wurde da mal was gepostet zu vergangenen Shootings oder haben die auch gute Kunden oder Kunden, die man generell mal kennt? Kann ja auch was ganz anderes sein, nicht Puma, Adidas oder Nike, sondern vielleicht Obi, Hage Baumarkt oder auch Aldi oder Lidl sind sehr, sehr gute Kunden, darf man nicht vergessen. Also schaut drauf, ob es einen Modelblog gibt, schaut drauf, ob es Referenzen und Kunden gibt und halt auch dementsprechend auf den sozialen Netzwerken. Letzter Tipp, Erfahrungsberichte im Internet checken. Das ist jetzt so ein bisschen zweigleisig, denn ihr könnt natürlich über Erfahrungsberichte zu Modelagentur X googeln. Ja? Da kann natürlich sein, dass ihr was total Beschissenes findet zu der Modelagentur. Aber es muss nicht unbedingt heißen, dass diese Modelagentur beschissen ist. Wenn jetzt zum Beispiel jemand sich bei einer Modelagentur beworben hat und der ist zum Beispiel mit der Absage nicht klargekommen und hat dann irgendwo im Internet seine Aggression rausgelassen, scheiß Modelagentur, die nehme ich nicht auf, ich bin der Größte und so. Das heißt ja lange nicht, dass die Modelagentur schlecht ist. Vielleicht hatte er einfach kein Potenzial, um in der Modelagentur aufgenommen zu werden. Von daher ist das so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Und aus dem Grund auch, weil natürlich heutzutage auch ganz, ganz viele Fake-Webseiten im Internet kursieren. Wenn ihr von der Website nicht zu 100%ig überzeugt ist, dass sie echt ist, schaut auch da wieder ins Impressum. Wenn es eine deutsche Seite ist mit einem deutschen Inhaber, ja, dann ist es normalerweise okay. Aber lasst euch davon nicht blenden. Erfahrungsberichte können ein Anzeichen für eine seriöse Agentur sein, können aber auch nicht sein. Deshalb achtet da ein bisschen drauf, aber ich denke mal, mit diesen Punkten werdet ihr auf jeden Fall schon mal gut zurechtkommen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann macht gerne einen Daumen nach oben. Ich freue mich über euren Support und nur davon werde ich auch weitermachen. Also, Daumen nach oben, falls ihr weitere Fragen habt zu dem Thema. Schreibt es in die Kommentare rein oder schickt mir eine Nachricht oder sonst was. Also, schreibt es in die Kommentare, falls ihr irgendwelche Fragen habt, mehr Videos zum Thema haben wollt oder wenn ihr spezielle Fragen habt. Ich versuche es in den Videos zu beantworten und sage bis dahin. Ciao.